drin. Finde ich nämlich auch ganz cool. Oh ja. Jetzt wäre mir fast ein böser Fehler unterlaufen, aber Halleluja. Man müsste doch Strom von alleine da sein, sobald die Gyrosphärenstation da ist. Immer noch blöd gelöst, dass man nicht das Tor anklicken kann. Das Ding ist übrigens hier, springen wir kurz an die Stelle da. Da stimmt irgendwas nicht. Ist irgendwie ein bisschen dumm gelöst, aber okay. Genau, so. Jetzt muss ich mich wieder zurück, jetzt muss ich wieder zeigen. Ich möchte die Route bearbeiten, Gyrosphärenroute beraten, Fotopunkt ändern. Okay. Produkt wurde eingesammelt. Nüsseboden, das magst du denn gar nicht? Minus. Warum machen wir gerade so heftig Minus? Können Sie mir erklären?
kommt jetzt dieser Drop her aus dem Nichts? Alle meine Dinos sind gesund. Es geht ihnen echt nicht schlecht. Ich verstehe gerade null, dass wir Minus machen. Null. Jetzt machen wir. Hä? Was war denn jetzt gerade los, bitte? Warum kam jetzt auf einmal ein Einbruch aus dem Nichts? Produkt wurde zugestellt. Produkttransport wird durchgeführt. Produkttransport im Gange. Ganz komisch. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Claire, Mr. Miss Rani wünscht sich einen Anstieg bei der Gästezahl. Für ein größeres Publikum benötigen wir aber auch genügend Unterkünfte. Das sind wahre Geldmaschinen. Aber natürlich. Wir werden uns ab jetzt darauf konzentrieren. Dachte mir gerade, das sollte euch schon reichen. So, Pause auf, Luft, es leuchtet. Wir haben gleich die nächste Aufgabe. Fuck yes. Fuck yes. Ich habe mir gerade entschieden, dieses Pause auf, Luft, das Ding von vorne ist bescheuert, wenn wir die nehmen. Vor allem, wenn wir hier. Die Lux-Variante ist mal wieder im Park. Wenn wir sie
wenn wir sie schon haben, nutzen wir sie auch aus. Und voll im Triple-Gehege jetzt mit Edmontosaurus, Gallimimus und Parasaurolophus. So, ich weiß zufällig. Ich mache da einfach kein Plus, weil das einfach nur da oder Minus macht. Geladen, das ist schade. Oh, als ich es noch nicht besser wusste, dachte ich immer, dass Saurier nur an Land existiert haben. Wie alle Lebewesen entstammen auch die Saurier dem Meer. Einige haben es nie verlassen. Wir nennen sie Meeresreptilien. Wie der Mosasaurus? Wir bereiten einen vor. Das können Sie? Dafür müssen eine Lagune und eine Brutstätte errichtet werden. Und das wird teuer. Darum mache ich mir keine Sorgen mehr. Erledige das, was auch immer nötig ist. Und plane eine Beobachtungsgalerie mit ein. Ich will bei der ersten Show einen Platz in der ersten Reihe. Vorschau verfügbar. Hallöchen. Hallöchen. Rexy. Und wir können auch notfalls den Baryonyx noch erforschen. Und das ist jetzt nicht das, was wir gerade brauchen. Okay. Ich bin jetzt trotzdem mal so frech und schick alle mal in die Ruhepause, die wir jetzt nachher gleich brauchen werden. Eine Lagune, sie kommt, also hier kommt die Lagune hin, hier das Aviarium, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Oh, es schaut so gut aus mit dem beleuchteten Weg, oh mein Gott. Und wenn du dir vorstellst, du fährst dann hier durch, oh mein Gott, ich will da mitfahren, ich will genau bei dir mitfahren. Geld. Ich bin jetzt froh, dass wir jetzt wieder Plus machen. Keine Ahnung, warum wir jetzt auf einmal wieder Plus machen. Grüß euch, hallo. Das sieht so gut aus, du fährst hier durch. Schau mal. Du fährst einfach mitten durch dieses Waldgebiet durch. Das ist so nice. Hallo. Foto. Alter, dann fährst du hier auf diese Jurassic World Tour zu. Öffnet sich dann für dich und du fährst einfach weiter. In ein anderes Gehege rein. Das ist so nice. Was sind hier wieder die Gyrosphärenstation? Und du bist dann hier beim Triceratops und Ankylosaurus drin. Sweet, Ladies and Gentlemen. Und ihr seht schon, hier überschneiden sich teilweise die Bereiche von den Dinosauriern. Finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich sehr cool. Alpha in schwarz-gelb. Nice. So, jetzt haben wir zumindest schon mal genug Geld, um die Lagunen, den Lagunenbereich zu erforschen. Ob es die richtige Art und Weise ist, weiß ich nicht. Ob das wirklich so gut ist, dass wir das machen. So, wir haben noch Pause.